Ein Augenblick ist für uns eine sehr kurze Zeitspanne, nur ein Wimperschlag. Für viele Menschen, genauso wie für mich, hat einer dieser Augenblicke gereicht, dass wir unsere Heimat verlassen mussten. Umso mehr bewegen uns die Momente, in denen so viele von Ihnen in Rostock ein neues Zuhause gesucht und gefunden haben. Darum möchten wir Danke sagen. Danke für den Einsatz von vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, die von der ersten Minute, von der ersten Stunde, vom ersten Tag an bei unserer Notunterkunft engagiert waren. Ob in der kleinen Wasserstraße, im Elbhotel oder im Westwestern. Ihr habt angepackt und in kürzester Zeit Wohnung für die vielen Frauen und Kinder ausgestattet oder sogar euer eigenes Zuhause für die Menschen geöffnet. Danke, dass ihr für die Erwachsenen und die Familien gedolmetscht und sie bei Terminen unterstützt habt. Danke für Veranstaltungen wie den interkulturellen Gottesdienst im Igerpark. Danke, dass ihr zum Beispiel das Puppentheater für die Kinder gespielt und damit ein bisschen Normalität zurückgegeben habt. Danke für medizinische und psychologische Versorgung. Das Gefühl, in dieser schwierigen Zeit nicht alleine zu sein, ist uns sehr wichtig. Ihr habt den Menschen Halt gegeben. Und danke an alle Menschen, die im letzten Jahr Menschen zusammengebracht und damit Interkulturalität in unserer Stadt gelebt haben. Ihr zeigt, was wir zusammen leisten können. So schaffen wir Perspektiven für alle, die bei uns leben wollen oder leben müssen. Denn eins ist klar, Humanismus und Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und das nicht nur heute, sondern an 365 Tagen im Jahr. Und deshalb engagieren wir uns. Gemeinsam. Und sagen Danke.